Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Survival Fountain of Youth. So, ich stehe hier im Trockenen in diesem kleinen Gebäude, was wir gefunden haben beim letzten Mal. Uns fehlt immer noch das erste Teil von dieser Steintafel. Ich habe jetzt hier wirklich nochmal alles abgeguckt oder angeguckt und abgesucht. Ich habe nichts gefunden. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt erstmal bleiben und fahren mit der Story ein wenig fort. Ich wollte eigentlich pennen, dass wir hell einsteigen können, da ist mir aber was aufgefallen. Und zwar kann man hier beim Bett auf Upgrade klicken. Wir haben jetzt aktuell 5 Energierückgewinnung pro Stunde Schlaf. Und wenn ich jetzt hier das Bett aufwerte, dann haben wir 7 pro Stunde Schlaf. Und das kostet mich 3-mal langer Stock, die habe ich gerade in der Tasche, deswegen probieren wir das einfach mal aus. Platzieren, bauen und dann muss ich halt ein bisschen länger schlafen. Werden wir aber wesentlich fitter sein. Ne? Ihr seht es jetzt hier schon, wir gehen jetzt weiter hoch und zwar so weit, bis wir bei 100% sind. Das heißt, es ist mitten am Tage, los geht's. Und jetzt ist soweit alles gut, so wie ich das hier sehe. Jetzt wollen wir einmal kurz mal in den Status reingucken. Wir haben Magenschmerzen. Dagegen könnte man so eine Kamillenmischung nehmen. Mal gucken, ob wir noch eine haben. Sieht nicht danach aus. Okay, gut. Was wir hier auf jeden Fall noch machen werden, es regnet ja immer noch wie bekloppt. Wir stellen jetzt hier erstmal eine Kiste auf. Ne? Weil jetzt hier einfach sinnlos alles aus dem Fenster werfen und es despawnen lassen, ist ja auch irgendwie Quatsch. Deswegen stellen wir uns jetzt hier mal so eine Kiste auf, wo wir den Kram reintun können. Wir haben ja jetzt hier auch schon das erweiterte Bett und ein großes Lagerfeuer. Dann können wir hier auch eine Kiste hinstellen. Ich habe keine Ahnung, ob wir hier jemals wieder herkommen werden. Aber was wir haben, haben wir. So, jetzt gucken wir mal eben, hier draußen waren ja auch immer die Geier unterwegs. Sieht aber ganz gut aus. Und dann müssen wir gucken, dass wir ein paar Stöcker finden. Da unten sind kleine Bäume, da kriegen wir bestimmt Stöckchen. Gehen wir da mal hin. So, und werden wir noch mal ein bisschen durchgeweicht. Ja, wir brauchen das hier. Die Rinde ist mir jetzt gerade ehrlich gesagt egal. Zack. Nehmen wir den nächsten. Auch nochmal volle Pulle. Weiß gar nicht, warum ich die Aktie in die Hand genommen habe. Brauche ich doch gar nicht. Und den hier auch noch. Ups, nee, die nicht, bitte. Mit Rechtsklick kann man sie wieder wegmachen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Stück. Aber ich dachte jetzt, da liegt es, Leute. Lol. Ich dachte gerade, es wäre hier gewesen. Deswegen habe ich mich nochmal umgeguckt und dann habe ich es im Augenwinkel da stehen sehen. Ja, dann können wir ja jetzt direkt doch nochmal gucken, was bei diesem Schild passiert, bevor wir weiterlaufen. Und wir bauen natürlich die Kiste noch auf. Was machen wir zuerst? Ich würde sagen, die Kiste, dann steigt der Spannungsbogen noch ein bisschen. So, Ressourcen platzieren und bauen. Und jetzt gucken wir mal, wie diese ganze Kiste... Neuer Bauplan freigeschaltet. Müssen wir gleich mal gucken. So, also ich würde jetzt den Skorpion hier reinwerfen. Den brauche ich jetzt aktuell nämlich nicht. Dann diese Schlangenschwänze habe ich auch. Boah, sind die groß. Achso, 40 Kilo gehen nur rein. Beinschneider behalten wir. Essen behalten wir logischerweise auch. Großer Ast habe ich auch noch keine Verwendung für. Kommt auch erstmal weg. So, und jetzt müssen wir hier nochmal eben gucken. 45%, 40%, die geben 70%. Die würde ich jetzt erstmal behalten. Das sind Tabakblätter, Angelköder. Dann schmeißen wir das Zeug hier auch noch mit rein in die Kiste. Obsidian packe ich auch erstmal noch mit rein. Das breite Blatt, die Federn packen wir noch mit rein. Weil vielleicht bastle ich mir mal einen Bogen. Ach, guck mal, können wir sogar noch auf geschützte Kiste aufwerten. Aber jetzt gucken wir mal schnell, was ein Bogen kostet. Wacher Bogen, Stock und Seil. Nee, Seile will ich im Moment noch nicht ausgeben. Dann packen wir die Federn auch erstmal weg. Würmer sind Angelhaken, können wir im Prinzip auch im Moment nichts anfangen. Ich pack mal die ganzen Angelköder auch raus. Das ist ein Werkzeug, das behalten wir. Die nehme ich mit, die verderben eh mit der Zeit. Holzkohle brauchen wir auf jeden Fall, was zu essen, das Seil. Ja, ich würde sagen, den Rest behalten wir. Vielleicht packen wir noch ein paar Stöckchen raus. Kann ich auch einzelne rüberpacken? Geht das irgendwie? Ah. Rechtsklick. So, ich behalte mal 4 Stück und der Rest kann weg. So, dann gucken wir jetzt nochmal schnell. Wir brauchen noch was zu trinken und eine Kleinigkeit zu essen. Plus 3 Wasser.
aber viel zu viel. Wobei, ne, Essen würde genau passen, ne? Ja, dann los, hauen wir uns so ein Ding rein. Und Wasser weiß ich aktuell gar nicht. Da müsste man wahrscheinlich irgendwie eine Flasche oder sowas herstellen. Keine Ahnung, ob es das gibt. Haben wir das schon gesehen irgendwo? Kokosnüsse haben wir bis jetzt immer gehabt. Na gut, da finden wir bestimmt welche. Udi, ansonsten müssten wir noch mal gucken. Kamille habe ich ja. Was brauchen wir, um das herzustellen? Das Kamillenverband. Hier, Kamillensaft. So, das Lagerfeuer. Dann schmeißen wir das jetzt noch mal eben an. Ist kein Brennstoff drin. Dann kommt da ein Stückchen rein. Und einmal das hier. Hat direkt funktioniert. Und dann basteln wir uns hier so einen Kamillensaft. Würde ich vielleicht zwei von machen, wenn es geht, direkt. Zwar einen auf Tasche haben. Und irgendwo hatte ich, glaube ich, noch ein paar Eier. Kann ich die noch irgendwie verarbeiten? Spiegeleier. So, dann haben wir die auch schon mal voll dabei. So, Status. Jetzt haben wir immer noch Magenschmerzen. Dann hauen wir uns den mal eben rein hier. Zack. Verwenden. Jetzt ist alles gut. So. Trinken brauchen wir und Leben brauchen wir. So, stopp, die Wand. Da ist sie. Lied des Brunnens. Und einen Vorteilspunkt erhalten. Okay, also scheint auch ein Storyteil zu sein. Ach nee, guck mal, hier sind Vorteilspunkte. Überlebensaufgaben, Überlebensfähigkeiten und Fähigkeiten. Guck mal, habe ich noch gar nicht reingeguckt. Baue einen Palmsaftsammler. Kostet eine Belohnung. Und was können wir hier machen? Konzentrationsrang erhöhen. Ah, das ist cool. Das ist dann so wie bei Smallland. Ich glaube tatsächlich, da würde ich meinen ersten Punkt reinstecken. Weil dann sehen wir Sachen besser. Ich mache das einfach mal. Was jetzt klug war, weiß ich nicht. Okay, also das Bild verändert sich, wenn ich auf V drücke. Soll gleich mal unterwegs drauf achten. Okay, also das hat einen Vorteilspunkt gegeben. Finde ich cool. Kann ich die Sachen, die ich in der Hand habe, auch irgendwie wieder ablegen, ohne sie ablegen zu müssen? So. Einmal kurz noch ein Foto. Ist zwar saudunkel, aber das kriege ich hin. Und dann würde ich sagen, lauf mal los. Unser nächstes Ziel ist, klettere zum weißen Schild. Und da hatten wir beim letzten Mal irgendwo hier hinten einen Weg nach oben gefunden. Wo dann auch schon die Meldung kam, dass wir auf dem Weg sind. Auf dem richtigen, da gehen wir jetzt mal hin. Dann müssen wir unterwegs mal gucken, wie wir unsere Gesundheit wieder hochkriegen. Oder was zu trinken auftreiben. Komme ich hinter dem Huhn hinterher? Jetzt fängt es an zu zappeln, oder was? Nee, komm, das hat keinen Sinn. Irgendwo da hinten ging es hoch. Da war auch der Geier. Naja, hier sind diese komischen Viecher wieder. Da vorne ist eins. Wir gehen mal ganz am Rand hier. Gucken wir Stöcke raus. Können wir vergessen, brauchen wir nicht. Ja, der wird wohl kommen. Ah, cool. Geben wir uns den Speer noch auf, wa? So, hier war das Nest. Das haben wir ja im Prinzip schon besiegt. Wird das jetzt schon wieder dunkel? Jo, ach Mensch, das ist ja blöd. Ich dran gedacht, wie schnell die Zeit hier vergeht. Und es ist halt auch saudunkel. Wir kommen, wir laufen nochmal zurück und pennen. Und nach dem Pennen hole ich euch wieder dazu, wenn wir hier wieder angekommen sind. So, da sind wir wieder. Ich habe extra eine Stunde weniger geschlafen, als er mir empfohlen hat, damit ich hier noch in Ruhe herlaufen konnte. Also es müsste jetzt jeden Moment hell werden. Ich bin aber, bevor ich schlafen gegangen bin, nochmal kurz an den Strand und habe mir nochmal 4 von den Wasserkokosnüssen geholt. Und damit habe ich meinen Durstwert jetzt auch auf den Maximalwert bekommen.
Und durch das lange Schlafen ist mein Leben jetzt auch wieder hochgegangen. Da fühle ich mich doch wesentlich wohler. So, hier kam letztes Mal dieses Pop-up, als wir hier hochgegangen sind, beziehungsweise in die Richtung. Jetzt nur die Frage, wo müssen wir hin? Das hier sieht so aus, als würde es wieder runtergehen Richtung Strand. Ja, da geht es auf jeden Fall nach oben, aber wir gucken trotzdem einmal kurz hier runter. Was bist du? Ach, das ist wieder dieser Zunder, ne? Na egal, ich nehme mit, wir haben ja die Taschen jetzt gut leer gemacht. Mal einmal gucken. Das ist ein großer Stein. Nehmen wir auch mit. Ah ja, okay, das ist nur ein Aussichtspunkt oder sowas. Können wir nicht allzu viel machen. Klettere zum weißen Schild. Ich hoffe, dass wir das erkennen, wenn es da ist. So, lass mal die Ausdauer ein bisschen ruhig. Und jetzt gucken wir mal schön langsam. Wow, was habe ich übersehen? Eine Schlange. Ich sag noch, machen wir schön langsam und dann da liegt der Speer. Das hat jetzt mit V sehr gut geklappt, muss ich sagen. Nur einmal gucken, was haben wir denn? Eine Vergiftung. Leichte Vergiftung. Dafür habe ich doch dieses Skorpionsding gehabt. Wo ist es denn? Hier. Verwenden. Okay, vielleicht hätte ich das andere doch nicht in der Kiste lassen sollen. Naja, ist egal. Jetzt ist es so. Jetzt müssen wir damit leben. Zerlege ich die. 10 Minuten, ja komm, das geht. So, und jetzt noch langsamer. Mal kurz gucken, ob wir hier irgendwie hochkommen. Da sind diese Dornbüsche. Da scheint es nicht weiter zu gehen. Hier vielleicht? Nee, auch nicht. Dann versuchen wir es mal hier. Okay. Nee. Ich glaube, das ist nicht gewollt. Wir müssen tatsächlich da an diesen Dornbüschen vorbei. Machen wir das mal. Bücken. Wartet bestimmt gleich noch irgendwo eine Schlange. Man sieht die hier echt super schlecht, ne? Okay, umschneiden. Los geht's. Und so verletzen wir uns auch nicht. Boah, sind das viele. Ey, dass das immer noch nicht hell geworden ist, ne? Wir haben schon wieder halben Tag um. Oh oh. Was hatte die Reparatur von der Axt nochmal gekostet? Stein. Man, gut, dass ich vorhin diesen dicken Stein aufgehoben habe. Weil den können wir, soweit ich weiß, in kleine Steine zerteilen. Und damit müsste ich dann auch, oh, Level 2 Crafting, schön, in der Lage sein, meine Steinaxt zu reparieren. Und es ist immer noch saudunkel. Nee, das war der falsche Knopf. So. Weiß, ich kann auch Leertaste drücken, das muss ich aber erstmal lernen. Ich hör's. Hat mich das jetzt auch noch erwischt, das Viech? Was habe ich jetzt wieder? Wind. Sieht aus wie ein Bauwerk. Dann gehen wir da mal zuerst hin. Schön aufpassen. Das ist Kamille, ne? Ja, die brauchen wir nicht. Noch ein bisschen was von. Ja, das ist wieder ein Aussichtspunkt. Kann das sein, dass das hier gar nicht hell wird? Ich weiß es nicht. So, dann gehen wir mal hier lang. Bin mir nicht sicher, ob dieses V-Menü uns auch vor
Tieren warnt. Irgendwo habe ich da gerade schon wieder so ein Viech hecheln hören. Ich glaube, da vorne steht ein Skorpion. Was auch immer es war. Jetzt ist es nicht mehr. Es war ein Skorpion. Sehr schön. Dann habe ich wieder was gegen Vergiftung. Es klingt so, als wären die irgendwo da oben, ne? Sieht aus wie so ein Sessel. Auf den Schrott für Stöcker brauchen wir nicht. Großen Stein packen wir ein. Jetzt werden wir nass. Super. Es ist mitten am Tag. Naja, machst du nichts. So, dann essen wir mal noch mal einen Happen. Da vorne sehe ich schon wieder so ein Ding. Diesmal ein bisschen früher drauf werfen, bevor es mich wieder beißt. Kriegen wir auch nur Stöcker, die brauchen wir aktuell nicht. Was ist das? Drachenfrucht. Wenn wir das umschneiden, kriegen wir da eine Pitaya von. Und dann ernten wir das, ne? Schauen wir mal, was eine Pitaya so bringt. Das ist Kamille, das kennen wir alle schon. Aber warum ist denn das jetzt so dunkel? Ist da irgendwie eine Möglichkeit, dass ich das hochstellen kann? Das ist doch für euch voll blöd. Aber es sieht nicht danach aus. Ne. Ich meine, ach hier, Helligkeit. Ich drehe das mal voll hoch. Mal gucken, was passiert. Sieht schon so ein bisschen milchig aus, ne? Aber guck mal, dann sieht man hier zum Beispiel, dass das ein Weg hoch sein könnte. Das habe ich eben zumindest nicht so wahrgenommen. Aber man kommt hier tatsächlich rauf. Was uns trotzdem nicht viel bringt. Es sei denn, ich schaff's da irgendwie hoch, aber das glaube ich nicht. Ne. Jetzt vorsichtig wieder runter. Ja, wir probieren das mal so. Ihr könnt es ja sonst in die Kommis schreiben, wenn euch das dann wieder zu neblig ist. Wobei ich an der Stelle vielleicht dazu sagen sollte, dass das auch täuschen kann, weil jetzt gerade ist eh nebelig. Warten wir vielleicht mal ab, bis mal wieder die Sonne scheint, wenn das denn nochmal passiert heute. Und dann könnt ihr mir immer noch sagen, ob ihr das gut oder schlecht findet. Und dann nehme ich das wieder raus. Für mich ist die Helligkeit, so wie sie vorher war, in Ordnung. Ich kann ja trotzdem einigermaßen sehen. Aber ich denke, für euch ist das halt Käse. Deswegen habe ich das jetzt mal hochgedreht. Kennt ihr ja schon von No One Survived. So, ja, den lasse ich jetzt mal stehen. Vorsichtig weiter. Stein, da vorne ist noch eine Drachenfrucht. Nee, doch nicht. Sah nur so aus. Ich habe auch den Eindruck, dass das Getier nicht mehr nachspawnt. Was ist das? Seile? Hier war auf jeden Fall mal irgendwas, aber das kann ich leider auch nicht auseinandernehmen. Das hätte ich jetzt sogar versucht. Ja, ja. Schon alleine der Seile wegen. Oh, da. Fast wieder zu spät. Da ist noch mehr davon. Ich sehe nur mein Speer schon wieder nicht. Da ist er. Da ist er. Die scheinen sich nicht zu bewegen, die Viecher, ne? Noch eine Drachenfrucht, wobei die sieht echt gruselig aus, muss ich mal so sagen. Jetzt sogar zwei Früchte. Mal kurz gucken, wenn wir sowas essen. Was kriegen wir? Plus 5 Essen plus 10 Wasser. Mal gleich 2 essen. Oh oh, Magenschmerzen. Ei% Chance. Naja, was willst du machen?
hauen wir uns jetzt das Kamillenzeug noch mal rein. Wir sind halt nass, es ist auch immer noch windig. Aber da muss er jetzt durch. Was bist du? Ein Feuersteinbruchstück. Nehmen wir. Gucken wir uns mal die neuen Baupläne an. Ah, zum Anzünden von Feuer. Cool. Geschützte Kiste. Die hatte ich, glaube ich, vorher schon. Langer Griff und kurzer Griff. Ach, dafür waren diese groben Äste. Von wo sind wir denn jetzt gekommen? Von der Seite sind wir gekommen. Dann gehen wir einmal noch mal hier hoch. Was haben wir hier? Steinhaufen. Wir müssten ja schon fast ganz oben sein. Aber ich will trotzdem noch mal kurz gucken, was es hier gibt. Schlangen wahrscheinlich wieder irgendwo. Was ist das? Ach, das ist ein Nest. Gerade nicht sicher, ob der auf mich zukommt. Komm, bevor meine Ausdauer leer ist. Glaub, den habe ich. Harpien-Trophäe. Nehmen wir. Oh, ich werde immer noch gejagt. Nehmen wir halt beide. Level 1 Häuten. Und das Nest hat wieder Würmer. So, da geht es wieder nach unten. Okay, jetzt gucken wir doch erstmal hier hinten. Mal gucken, ich bin nämlich schon fast überladen. Können wir noch irgendwas für unsere Werte tun? 7 Essen. Ich glaube, irgendwas, was so wenig Essen gibt, habe ich, glaube ich, nicht. Nee, das will ich nicht haben. Das schmeißen wir mal weg. Da können wir getrocknete Pilze von machen. Dehydrierer haben wir aber nicht. Dann schmeiße ich das jetzt erstmal weg. Das vergammelt eh und wiegt auch ganz gut. Den brauche ich eigentlich auch nicht. Jetzt habe ich den Kurzaufwuchs weggeworfen, ich Trottel. Den wollte ich behalten. Ich glaube, den haue ich noch raus. So, dann sollte es gewichtstechnisch wieder besser aussehen. So, jetzt gucken, da war das Nest. Das heißt, wir müssen hier nochmal hoch. Und dann ums Eck. Wie lange haben wir eigentlich noch? Wird auch gleich schon wieder dunkel, ne? Was für ein Aufstieg. So, hier sind ganz viele Brennnesseln. Mal aber einfach drum rumrennen. Steinablagerung. Verschwindet das wohl? Ah, da brauche ich eine Spitzhacke für. Die habe ich nicht. Okay, dann geht es hier eh nicht weiter. Doch hier. Da ist irgendwas. Einfach nur Zaun. Biegsamer Ast. Nehmen wir mal mit. Schon wieder neue Baupläne bekommen und ich bin überladen. Dann lass uns doch mal gucken. Verbesserte Angelroute. Bogenrahmen der Ureinwohner. Okay, also der Ast scheint cool zu sein. Was wiegt das gute Stück denn? 3 Kilo. Ja komm, dann schmeißen wir alle weg bis auf einen. Gucken wir hier mal weiter. Da kommt einer. Er hat mich erwischt, ne? Mein Speer. Ja, ja. Mich raten, biegsame Äste. Jawohl, okay. Also da wissen wir, dass wir die hier kriegen. Hier kann man irgendwie runter.
Oh je, eine Art Irrgarten. Es regnet einfach den ganzen Tag. So richtig schönen Ausflugstag ausgesucht hier. Weil hier geht es jetzt auch wieder abwärts und das Ziel war ja hochzukommen. Also gehen wir auch hier wieder zurück. Jetzt kommt die Sonne raus, oder wie? Okay, dann doch durch den Steinbogen. Mal sehen, wo wir da hinkommen. Dann jetzt wird es halt auch wieder saudunkel. Vielleicht bauen wir uns noch gerade ein Blätterbett oder sowas. Kann ich aber bestimmt nicht. Hier war es drin. Fünf von denen. Ja, die kriege ich da nicht raus. Sonst muss ich einfach auf den Boden pennen. Vielleicht hier bei der Mine. Wie ging denn das nochmal? Irgendwie konnte man doch auch einfach auf den Boden pennen. Geschwind nachgeguckt. T ist es. So, auf dem Boden schlafen. Ich habe zumindest Schutz vor Wasser. Machen wir und beten wir. Doch Status triefende Nässe ist eingetreten. Milde Form einer Grippe. Hibiskusblüten. Möglichst viel essen und trinken ist ja überhaupt kein Problem. Habe ich weggeworfen schon wieder, ne? Das mache ich ständig. Ich weiß auch nicht warum. So, das essen wir. Dann können wir hier noch eine Kokosnuss trinken, die Werte wieder hoch sind und dann laufen wir mal weiter. Weil hier oben werden wir, glaube ich, nicht glücklich. Mit einer schniefenden Nase sowieso nicht. Sind wir hier lang? Ich glaube, ja. Und dann ging es hier vorne irgendwo wieder hoch. Klettere zum weißen Schild. Ich habe halt keine Ahnung, was das bedeuten soll. Auch überhaupt keine Ahnung, ob wir hier überhaupt annähernd richtig sind. Aber hier ist ein Weg wieder, der nach oben führt. Da muss ich aber tief runter. Was hat da das? 4 Schaden durch Sturz. Okay. Ist mir lieber als ein Beinbruch, ehrlich gesagt. Gehen wir mal doch den vorgesehenen Weg weiter. Oh, das war nicht so cool. Ich habe es nicht erwischt, das Viech. Wo ist mein Speer hin? Ja. Lauf bloß keine Kurve. Komm her. Ach Mensch, das lief ja nicht so, wie ich wollte. So, hier geht's weiter hoch. Hier gibt es nochmal eine Abzweigung. Gucken wir hier auch nochmal durch. Bitte nicht in eine Schlange laufen. Aber sieht so aus, als würde es hier auch wieder abwärts gehen. Abwärts wollen wir nicht. Was eine Erkundung. Ich hatte eigentlich geplant, mit euch in dieser Folge die Spitze des Berges zu erklimmen. Aber da haben wir es wieder. Spiele, die man nicht kennt, kann man nicht planen. Dann hier alles so schön. Vielleicht bin ich auch einfach zu langsam. Aber das glaube ich nicht. Wie so oft zu lesen in den Kommis, dass ich viel zu schnell unterwegs bin. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es was gibt, wo ich zu langsam bin. Und viel höher geht es ja jetzt hier eigentlich auch gar nicht mehr. Also müssten wir eigentlich schon fast oben rein. Egal, wir ziehen durch. Hier schöner so ein Zaun. Da ist schon wieder so ein Stinkeviech. Ich mach mal Linksklick. Ah, ich glaube, der kommt da nicht durch. Ich aber auch nicht. Was kann ich mit den Bäumen hier anstellen? Bambus. Nehmen wir mal mit, die beiden.
passiert jetzt. Ich bin schon wieder überladen. Jetzt war ein Bambus raus. Und ignorieren wir den. Lauf mal hier hoch. Möglichst ohne in Schlangen zu treten. Zwei Stück. Ich bin schon wieder in eine reingerasselt, glaube ich. Die haben eine größere Reichweite als ich, stelle ich gerade fest. Wo ist die andere? Da. Oh, das hohe Gras ist echt fies, was die Viecher angeht. Bin ich wieder Oh, ich bin sogar Stufe 2 vergiftet. Wie ging das hier nochmal? Brauche ich ein Lagerfeuer. Ansonsten die Zutaten habe ich da. Dann gucken wir jetzt einmal schnell, was wir hier gefunden haben. Ein Stück Lehm nehmen wir auch mit. Kann ich schon wieder nicht laufen. Crafting, komm, ist egal. Wir machen jetzt ein Lagerfeuer hier hin. Hier, Lagerfeuer. Zack. Platzieren. Zack, zack. Ach. Ich kann jetzt gerade nicht so richtig laufen. Ja, hilft ja nicht. Ich muss jetzt was gegen dieses verdammte Gift tun. Ab hier ein Trophäe schmeiße ich raus. Kann ich immer noch nicht laufen. Jetzt bin ich auch noch in der Sonne. Na herrlich. Schmeiße ich hiervon vielleicht noch welche raus? Wo ist denn mein Gewicht nochmal? Da oben. Damit kann ich laufen. So, das Viech haben wir. Kurz auf Fuchs. So, wir müssen schnell ein Gegengift haben. Sonst kriegen wir gleich echt Probleme, glaube ich. Bauen. Anzünden. Gegengift. Dann kochen wir gerade die ganzen Füchse ab. Auch nicht genug Brennstoff. Passt, Level 3 kochen haben wir. Da fehlen Zutaten für, da auch. Da auch. Und dafür auch. Okay. Essen. Ich habe es weggeworfen, ne? Immer wieder das Gleiche. So, jetzt. Einmal das Essen. Das Gegengift sollten wir vielleicht auch mal nehmen. Behandlung von Vergiftung. Wir haben triefende Nase und immer noch eine leichte Vergiftung. Das ist nicht so schön. Trinken wir noch einen. Jetzt können wir uns auch wieder bewegen. So, dann gucken wir mal, was wir hier gefunden haben. Wasserbehälter. Sauberes Wasser. Okay, aber wir sind immer noch nicht am Ziel. So, aber jetzt merke ich gerade, die Helligkeit ist doch ein bisschen eklig, ne? Setzen die mal wieder runter auf 0. Mal gucken, wie es dann aussieht. Ah, es dämmert schon wieder so ein bisschen. Aber egal. So, wir sollen das Ding erklimmen. Ich glaube, hier geht es tatsächlich nicht weiter. Dann müssen wir wieder hier hinten durch. Da sind aber diese komischen Büsche. Die Bäume vielleicht nochmal eben angucken, was die geben. Eukalyptusblätter. Mitnehmen. Und dunkel ist es. Ich kann mir kein Bett bauen. Mal einfach drum rumlaufen. Suche ich mir gleich wieder eine Höhle zum Pennen. Hier ist doch schon eine. Ne, das ist ein Aufstieg. Hä? Hier geht es auch wieder runter, so wie es aussieht. Ne, dann gehen wir hoch. So weit kann das ja nicht mehr sein.
Problem ist halt meine Vergiftung, ne? Stufe 1, dann die triefende Nase, habe ich nichts gegen. Oder nichts, was ich dagegen tun kann. So, tack mal Ausdauer. Das hier, dachte erst, das wäre ein Bauwerk, aber das scheint einfach nur ein Felsen zu sein. So eine langgezogene Strecke. So mag ich das ja gar nicht. Jetzt geht's wieder runter. Das mag ich auch gar nicht. Vielleicht komme ich hier hoch. Ja. Komm schon, du schaffst das. Ja, ich glaube, das ist nicht gewollt, oder doch? Doch. Zumindest schon mal drauf. Aber wenn man beim Springen Sprinten drückt, dann kommt man irgendwie ein bisschen höher. Ich weiß halt echt nicht, was er gerade von mir möchte. Gehe zum Berg, klettere zum weißen Schild. Sieht so aus, als hätte ich den Bergpass gefunden. Ich werde versuchen, die Spitze des Berges in der Nähe des weißen Schildes zu erreichen. Was soll denn das weiße Schild sein? Warte mal, kann man vielleicht diese komischen Lianen da hochklettern? Ranken die bis runter auf den Boden? Nee, scheint nichts zu gehen. Nochmal Feuerstein. Tja, Leute, ich habe keine Ahnung. Ja, hilft ja nichts. Dann müssen wir uns zwei Teile draus machen. Weil irgendwie, ich dachte jetzt, ich wäre eigentlich kurz davor, aber irgendwie scheinbar doch nicht. Dann werde ich jetzt hier einfach einen Schnitt machen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, um dann hoffentlich das weiße Schild zu finden. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne bei den Videos, die gerade angezeigt werden, auch nochmal reinschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.